Willkommen zurück in 7 Days to Die. Wir haben endlich eine Tanke gefunden, hier in so einer kleinen Siedlung. Es wurde auch langsam Zeit, ey. Taz, hast du nicht gesagt, du hättest, hast du nicht einen Bücherladen gefunden, oder was? Ja, ich bin hier schon quasi voll am Plündern. Ah, okay. Dann komme ich gleich dahin. Da muss man da nur mal, gucken, dass wir da auch, was wollte ich denn jetzt sagen? Dass wir uns da irgendwie zubauen können. Achso, weil es so ein bisschen spät ist, meinst du? Ja, ein bisschen ist gut, ne? Was haben wir denn? Tag 12 ist wenigstens nichts Gravierendes. Normalerweise. Seit wann steht denn hinter einer Tanke so eine Toolkiste aus dem Baumarkt? Ist auch passiert. Neu. Passiert. Ich hab einen Pillenladen. Kommt eigentlich häufig vor, dass da irgendwo eine Kiste drin ist. Entweder hinten dran oder in der Grube teilweise. Das sieht okay. Plötzlich aus. So, hier noch was drin. Bücherregal. Dann schauen wir da noch rein. Oh, noch ein Wall-Safe, Desk-Safe. Das könnte eine Zeit lang dauern, bis wir den aufgehackt haben. Ja, das Safe ist doch gleich offen. Hast du keine Picke? Ja, doch. Muss aber 1000 Dings runterkloppen. Ja. Dauert schon eine Zeit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich da mal Singleplayer angefangen habe, da habe ich das dann am Anfang mit der Steinaxt gemacht. Was glaubst du denn? Da kannst du ja ganze Nacht kloppen. Naja. So. Ja. Alpha 13? Nee. Alpha 12 ging das ja noch mit der Steinaxt. Aber jetzt? Keine Chance. So. Ein Bücherregal. Leather Boots Schematik, die habe ich schon gelesen, das weiß ich. Und das Pistolenbuch, das kann ich noch nicht. So, dann komme ich mal wieder hier raus. Komm mal rüber gefahren zum Bücherladen. Also zu holen gibt's hier nicht mehr viel. Ja, aber wir müssen ja irgendwo pennen, oder was? Wollen wir jetzt irgendeine Nacht weiterfahren? Ja. Ja, können wir auch machen. Könnten wir theoretisch auch machen, ja. Ja, theoretisch auch praktisch. Wie, der will mir sagen, dass ich nachts unter 2 Grad hier hab. Okay. Obwohl, warte mal. Da haben wir ein lila Dings drin. Oh, wie mein das? Ich hab einen Bunker gefunden. Setzt sich in meinen Bunker. Aber so wirklich lohnt tut er sich nicht. So. Habe ich eine lila 9mm Pistole. Vorsicht. Ja, da habe ich schon alles leer gemacht. Ich muss das aber noch überprüfen. Ach so. Ja, dann überprüf du mal. Ich das ist eigentlich ein ganz interessantes Biom, wenn ich gerade feststelle. Ne? Die Stadt, die ist ja zur Hälfte in der Wüste und zur Hälfte im Grünen. Ja. Boah, ich hatte gerade Stampel. Ich dachte, ich wäre irgendwie disconnected oder irgendwas hat sich aufgehangen.
So. Boah. Jetzt ist die lila Pistole wieder weg. Na toll. Was ein Scheiß. Hier ist auch ein Bunker. Oh, hier ist Boah, ey, ich verstehe kein Wort auf dem Minibike. Was ist wo? Da ist Gott. Das ist toll. Hier ist so ein schönes Wasserwerk. Wollen wir nicht im Wasserwerk rennen? Was hab ich hier ist ein gesagt? Bunker. Mensch. Wolltest du in dem Bunker bleiben, Tatz, oder was? Ja, ich wollte den schon ausräumen. Da ist ja viel Zeug drin, inklusive Safe und was weiß ich was. Ja, eigentlich nur ein ganz Safe. Achso, du hast hier schon gelootet, oder was, die Kisten? Bin dabei. Sind wir schon direkt wie zu Hause? Hier, brauchst du nicht hier 762mm Munition? Ja. Ist da im Günther, kannst du dir Munition holen. Das Magnum? Halt, achso, hier, willst du ein First Aid Buch haben? Oder hast du das schon? Weiß ich nicht, ob ich das schon hab. Dann lese es einfach. So. Hat wieder jemand genial die Tür platziert. So, aber nicht in jedem Wasserkraftwerk so. Nur in manchen. Blauer Branch. Was, einen blauen Schraubenschlüssel hast du gefunden? Ja. Na, dann ist ja gut. So. Was fehlt jetzt in denen noch? Ein Grip, ein Barrel und eine Flashlight. Ja, Flashlight brauchst du ja nicht. Ein Grip und ein Barrel. So. Boah, in den ganzen Kisten ist nichts drin. Was ist das? Soll nämlich auf den Arm nehmen. So. Blaue Pistole. Die hier können wir direkt mal scrappen. Ich dachte, jetzt eine lila. Ja, aber auch nur so lange, wie die zwei lila Teile da drin sind. Ach Quatsch, nicht Assemble. Ja, vergiss es, ist egal. Das steht nicht. Scrappen. Was ist denn das jetzt? Auch scrappen. So, ich habe hier noch Lederstiefel-Schematik. Will die jemand haben? Warte mal. Leder. Lederstiefel fehlt mir auf jeden Fall noch. Ja, kann ich dir geben. Komm ich mal mit der Knatterbüchse in deine Richtung.
ist er denn? So. Haben wir noch was zu essen? Nee. Will ich ja noch eine lila Shotgun Barrel haben? Shotgun Barrel kannst du mir. Warte. Ja, könnte ich. Also, ich habe einen blauen, aber. Ja, wenn du den lila dann nicht willst. Weiß nicht, ob der Taz. Willst du eine Shotgun haben, Taz? Jetzt halt nicht. Hier ist noch. Achso, warte mal, ich hab doch selber Fleisch. Nee, hab ich nicht. Müssten wir was köcheln. Da steht ja sogar ein Topf rum. Ich geh mal ein paar Steine besorgen. Warum müsst ihr was köcheln? Ja, weil wir Hunger haben. Ja, ich hab doch was zu essen gefunden. Also, ihr habt noch auch 4 Can of Hams. Achso, ja, dann gib mal was her. Ich hab nämlich so gut wie nichts mehr. Alles bitte. Hier, heb auf. Hast du? Glaub ja. Ja. Danke. Da oben ist auch noch eine Large Beef Ration drin. Im Schrank. Auch direkt rein in den Holokorb. So, geht es mir wieder gut? Ah, die Lederstiefel-Schematik, Taz. Hier, willst du die mal haben gerade? Warte mal. Platz machen. Okay. Merci. Bitte, bitte. Ja, in den Waschbecken teilen, da könnt ihr auch manchmal die Schraubenschlüssel drin finden. Wenn ihr die Küche nicht durchlootet, dann wenigstens die Waschbecken. Ich hab noch Wasser gefunden im Klo. Hier ist auch noch mal Large Beef Ration oben drin. Oh, schon wieder 4 Uhr. Stell dir vor, wie schnell die Zeit vergeht. Ja. Wenn ich bei dir bin. Ja, ja. So. Sollen wir weiterfahren? Also ich hab jetzt hier, warte, ich hab 3 Fässer und 800 Kanister. Ich hab 1800 Kanister. Komisches System. So viel habt ihr? Kann man nur so viel halten. Tja. So, hast du nicht gesagt, hier wäre noch ein Born Noble? Ach da, wollen wir in den Born Noble noch rein? Der ist leer. Ah, okay. Dann... Ja, warte mal, da vorne geht's ja schon wieder nach Hause, ne? Nach Osten ist noch eine Stadt, ganz nah. Ey, was wir hier einen Weg gefahren sind und keine Stadt gefunden haben, es ist echt unglaublich, ey. Wir haben doch eine gefunden. Ja, gleich nebenan quasi. Gleich nebenan und dann einen riesen Umweg gefahren. Ja, wir könnten hier im Schneebiom die Stadt, da könnte man noch rein. Ja, die ist hier ganz nah. Aber ich will noch das Haus hier durchlooten, wo ich dran bin. Ja, kannst du ja. Ich tucker schon mal gemütlich vor. Wohin? Nach einfach nach Osten.
Einfach nur genau nach Osten, querfeldein. Komm mal genau hin. Was haben wir denn hier noch? Ein Pillenladen. Ja, den habe ich schon. Also. Das ist doch eine Polizeistation. Hatte ich auch schon. Dann tugere ich mal dem bei uns hinterher. Über Tucker bei euch. Gleich. Ich hab gleich keinen Sprit mehr. Wo ist er denn? Ja, Richtung Osten einfach nur. Ach, da ist er. Hab ich dich überholt. Das ist aber nicht er, das bin ich. Achso. Stimmt. Hier ist so ein schönes grünes Biom. Das haben wir am Anfang nicht gefunden, ne? Sowas Blödes, ey. Wir brauchen Clay. Ja. Clay gibt's doch überall. Warte mal, ich muss mal auf Karte schauen. Hier ist eine Höhle. Ja, okay, ja, ja. Ach, pass auf. Hilfe. Text jetzt rennen. Da muss man ja aufpassen, wenn ich überall liegt. Genau, schlaf nicht. Jetzt müsste doch die Stadt eigentlich jeden Moment kommen hier. Ich bin in der Stadt. Ein Schneemobil. Ah, da. Ah, ein Shotgun ist ja im Filmladen. Da klopft schon einer rum. Kann das sein, dass die Städte immer gleich aussehen hier? Hier ist eine Tanke. Ja, ist doch gut. Ja, so kann man auch filmen, wenn man hier bleiben. Ja, du musst aufpassen, dass deine Tanken gefesselt sind, wenn du auf einmal bieten. Das heißt, wenn du mal deine Runde gedreht hast, dann musst du mit dem Luftgas auf den Abzug. Also müsste man ja eigentlich gar keine Base bauen. Das wäre ein bisschen langweilig. Ich habe den Eindruck, die Siedlungen sehen alle gleich aus. Irgendwie. Ja, ich weiß. So, was haben wir hier für ein Ding? Hier ist ein Lebensmittelladen, da gehe ich schon mal rein. Ich habe ein Einkaufskörbchen gefunden. Können wir ins Minibike schrauben? Wir haben doch schon alle eins. Wollte ich dir gerade sagen. Ja, das ist, also ich habe ein lila Körbchen. Was, von mehr neu? Nee, aber
weiß halt nicht, verbessert wahrscheinlich insgesamt die Stats von dem Minibike, oder? Ich weiß es nicht. Hat keinen Einfluss drauf. Okay. Ich glaub nur so auf die Haltbarkeit, wenn du Zombies überfahren willst. Das ist dann halt ein Einkaufskorb. Du hast einen Einkaufskorb, den Zombies an den Burner. Dann tue ich ihn halt scrappen. Fertig aus. Also exakt gleich sind die Siedlungen auf jeden Fall nicht. Nee, die sind nicht exakt gleich, aber ist alles irgendwie immer Schema F oder so. Boah, cool, ich hab so einen Auflauf gefunden. Bei der Polizeistation schneidest du durch die Decke. Ja, hier auch. Das kommt öfter vor in dem Spiel, da schneidest du schon mal öfter durch die Decke durch. Die Decken undicht. Jo. Dachdecker war scheiße. Ah, Jones ist schon Shemway. Könnten ruhig dieses Stahlbuch haben. Wäre nicht verkehrt. Gehen wir schon Polizeistation? Ja, ich bin da drin. Ja. So, ja, in der Munitionskiste habe ich die Sniper Rebel Parts bekommen. Kartoffel. Kann ich schon gar nicht mehr mitnehmen. Hast du ein Einkaufskörbchen? Ja, legst du in deinen Korb rein. Liegt, glaube ich, sowieso schon eine drin. Vergiss nicht zu bezahlen. Genau. Mit den Coins, die ich aus der anderen Kasse geklaut habe. Genau. Oh, hier ist noch so ein Auflauf. Auflauf? Ja, so ein Meat Stew habe ich jetzt gerade gefunden. Also. Ich frage mich auch, warum die aus allen möglichen Fleischsorten jetzt nur noch eins gemacht haben. Wir wollen halt insgesamt das vereinfachen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch nicht schlecht, weil wie ich mir die Taschen voll habe, also keine Ahnung, wie ich das sonst machen soll, wenn jetzt noch drei verschiedene Fleischsorten und was weiß ich, was dazu kämen. Tja. Da warst du schon dran. War jemand schon im Pillenladen? Also ich nicht. Nö, ich auch nicht. Ich hab noch so eine First Aid Kit Schematik gefunden. Falls sie noch jemand braucht. Habe ich, glaube ich, noch nicht, ne. Ja, dann, ja. Ich schmeiß einfach das Fett weg. Komm, ich bring sie damit. Das schöne Fett. Ach, braucht doch kein Mensch das Zeug. Aber Honig, halt und entgiftet. Ja. Denke mal dran. Mhm. Wenn es nur eine Sache gibt, die du von mir gelernt hast, dann das Honig halt und entgiftet. Ja. So. Gut. Wollen wir denn dann gleich mal irgendwie zurückfahren oder was machen wir jetzt noch? Ja, wir können zurückfahren gleich und die Sachen ablagern. Ja. Sollen wir dann beim nächsten Mal in die Innenstadt gehen? Fahren, was auch. Das ist ein Meister Pets, den nehme ich noch mit. So, auf dem Rücken, gut gepackt. Jo. Können wir den bei der Feral Horde auf die Zombies setzen? Genau. Na toll, jetzt. Achso, das ist das Fett, was da liegt.
So, jetzt habe ich ja nur 45 Fleisch und 49 Leder in der Tasche. Ja gut, ich würde sagen, dann lass uns doch jetzt hier an der Stelle mal hier Feierabend machen und dann fahren wir zurück und dann können wir offline daheim alles einsortieren, was wir jetzt hier so angeschleppt haben. Oder? Jo. Macht glaube ich am meisten Sinn. So, geht das Minibike noch aus? Sehr schön, alles klar. Ja gut, dann sind wir an der Stelle mal raus. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin und tschüss. Bis dann, bye bye. Ciao.